mit dem Erik. Erik, hast du jetzt deine große Narkose? Ja. Der Erik seine große Narkose. Mausi, du bleibst bitte drin. Um Gottes Willen. Also er ist noch verwirrt. Aber er hat's überstanden. Magst du was trinken, Erik? Magst du was trinken? Nichts trinken? So, Erik hat eine Wärmflasche. Mal ein bisschen trinken. Ich glaube, trinken ist ganz gut. Geht mir zurecht. Ah, Schatz, hier läuft alles wieder raus aus dem Mund. Frische Wärmflasche. So, bitte sitzen bleiben, ja? Sitzen bleiben. Alles gut. Schatzi, du sollst sitzen bleiben. Bleib in deinem Ding. Erik, jetzt können wir dein Ding abmachen. Ja, hat sie gesagt, wenn wir daheim sind, können wir es abmachen. Dann ist das Ohr nicht mehr so schwer. Haben Sie dein Ohr rasiert? Ja, haben Sie es rasiert. So, jetzt ist besser, gell, wenn das Ohr nicht mehr so schwer ist. Bleib sitzen, gell? Du bist noch Dings, die Wumms. So, Schatz, da du nichts essen möchtest, muss man jetzt peppeln. Hier müssen wir peppeln. Jo. Wir peppeln. So, komm mal her. Ein Erik-Update für euch. Ja, also Erik hat es überstanden und also er hat
2 schiefe Zähne und alles, was sie mir sonst noch gesagt hat, weiß ich nicht mehr, weil ich so aufgeregt war und angespannt und alles und auch wegen der Narkose dann so Angst hatte, dass ich einfach den Rest irgendwie nicht mehr mitbekommen habe. Also sie hat es mir auch gezeigt, sie hat Fotos gemacht währenddessen und hat die mir dann auch gezeigt und irgendwie erklärt, was da wie ist, auch mit den Zahnspitzen. Ich glaube, die einen wachsen nach innen zur Zunge hin, die anderen nach außen, aber ich krieg's nicht mehr zusammen, also keine Ahnung. Ich muss da irgendwie beim nächsten Termin dann nochmal nachfragen, was jetzt genau ist und wie auch immer, weil das war einfach... Ich durfte wieder beim Aufwachen mit dabei sein, also er hat ja dieses Mal die richtige Narkose, also nicht nur die Inhalationsnarkose, sondern die richtige Narkose und die bekommen ja dann eine Aufwachspritze und als er dann die Aufwachspritze bekommen hat, durfte ich rüber und durfte quasi beim Aufwachen mit dabei sein und ich war auch schon bei der Lotte mit dabei beim Aufwachen. Das war mir einfach extremst wichtig. Nach Simba hatte ich da eben gefragt bei der Lotte, ob ich da mit dabei sein kann und halt jetzt bei Erik wollte ich eben auch wieder mit dabei sein. Und der schönste Moment ist dann wirklich, weil du kommst dann rüber und dein Baby ist dann halt auf diesem Tisch, ne? Und Lotte hatte noch einen Beatmungsschlauch, das hatte Erik jetzt nicht. Aber gut, bei Lotte war ja auch die OP länger als jetzt einfach nur Schleifen und ja, das Auge wurde ja entfernt. Also das ist ja ein weitaus größerer Eingriff und ich glaube, hat auch länger, ja nicht nur ich glaube, also es hat natürlich auch länger gedauert als jetzt bei Erik. Und Lotte ist auch schwerer wiedergekommen, also Lotte hat dann nochmal was gespritzt bekommen, dass sie wiederkommt. Also Lotte hatte damals die Trippelnarkose, Erik hatte die Trippelnarkose. Das ist ja die schonendste von diesen ganzen Injektionsnarkosen und eben mit 3 Sachen und die kann man eben alle 3 einzeln aufheben. Und Erik hatte auch einen Venenzugang am Ohr und ich glaube, eins von dieser Trippelnarkose ist Schmerzausschaltung und beim Vorgespräch meinte sie es schon, müssen wir mal schauen, vielleicht braucht er das gar nicht so in dieser hohen Dosierung oder wie auch immer, weil bei ihm ja nichts mit Schmerzen ist, es ist ja nur Schleifen, aber das muss man halt da mal schauen und ich weiß jetzt nicht, wie es, also das kann ich jetzt immer so genau wiedergeben nach der ganzen Aufregung. Auf jeden Fall, ja. Der schönste Moment, also du kommst ja dann rüber und oder in diesen Raum und die sind ja komplett regungslos, also da rührt sich ja nichts, die Nase nicht, die Augen sind starr, also die haben die Augen offen, die bekommen dann auch immer so eine Salbe in die Augen und die sind halt starr, die starren einfach starr, ne, also und ja, und dann sitzt du da und schaust halt und wartest, dass er wieder zu sich kommt. Und die Tierärztin hat dann auch immer geschaut, die Atmung, ob das passt unterm Handtuch, weil er war zugedeckt. Und dann dieser Moment, wenn die Nase anfängt zu wackeln, sich zu bewegen, dieses Auf-Ab. Dieser Moment und ja, dann hat er den Kopf so leicht bewegt, ein bisschen später und ja, dann ist er so langsam zu sich gekommen, war aber total verwirrt. Nach der Narkose, also das ist normal, das sind sie immer. Total verwirrt und hatte natürlich auch keine Koordination über seinen Körper. Also der Instinkt ist, ich will weg, ich will mich irgendwie bewegen und ich will weg. Also da muss man echt aufpassen und die echt gut halten, weil die sind sehr unkontrollierbar und halt wirklich total verwirrt und können ihren Körper halt gar nicht kontrollieren. Deswegen, ich habe im Leben nicht damit gerechnet, als wir heimgekommen sind und ich die Box aufmache und ich ihn eigentlich rausheben wollte, dass der da in hohen Bogen aus der Box springt. Also da bin ich ziemlich erschrocken vor allen Dingen. Er ist halt dann, ne, weil er natürlich, er ist halt dann irgendwie durch die Gegend gekugelt gefallen. Deswegen war ich dann ganz froh, als er dann irgendwann einfach saß und sich nicht mehr bewegt hat. Ja, aber er hat es auf jeden Fall überstanden. Und ja, das mit den Zähnen, dass die jetzt schief sind, also 2 sind schief, vielleicht ist auch noch mehr, ich kann es euch nicht wiedergeben, aber auf jeden Fall 2 Zähne sind schief und das war ja jetzt schon ein kurzer Abstand, also der Abstand war ja jetzt schon ziemlich kurz von Januar, wo er das letzte Mal Zähne schleifen hatte, zu jetzt, was haben wir,
Juni. Naja, wie auch immer, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Er hat es überstanden. Hat dann gestern Abend auch wieder angefangen, selbstständig ein bisschen was zu essen. Und heute früh habe ich nochmal gepäppelt. Und ja, jetzt muss ich mal schauen, weil er wollte vorhin das, was ich ihm angeboten habe, nicht essen. Jetzt muss ich mal schauen. Und ja, Auge muss ich nochmal schauen, ob das jetzt wirklich passt oder ob er da irgendwie irgendwas. Aber ja, also wir haben es überstanden und hoffentlich ist jetzt ein längerer Abstand bis zum nächsten Mal Zähne schleifen. Aber hat er gut gemacht. Hat er toll gemacht, der Erik. Und es war so süß, er war ja dann auf dieser Wärmematte und in seinem noch benommenen Zustand, wie er dann so zu mir hergerutscht ist. Und auch so den Kopf, den, auch wenn ich ihn streichle, er dreht immer so den Kopf in meine Richtung, weil er möchte, dass ich quasi seinen Kopf in die Hand nehme oder seinen Kopf streichle oder meine Hand auf seinen Kopf lege. Und ja, das ist einfach sehr süß. Und bevor der Narkose, wo er noch, weil es wurde nochmal Herz abgehört und alles und gewogen und dann wurden nochmal die Zähne angeschaut, ob die Zahnspitzen sich vielleicht in der Zwischenzeit nicht in Luft aufgelöst haben. Das war einmal bei Emily der Fall. Da hat die so stark mit ihren Zähnen geknirscht, dass sie die Spitze, die sie hatte, abgeknirscht hatte. Und dann war die nicht mehr da und da musste nicht geschliffen werden. Deswegen wurde jetzt zur Sicherheit nochmal vorher geschaut, ob die wirklich noch da sind. Aber ja, sie waren noch da, also es musste gemacht werden. Und dann war das so auf diesem Behandlungstisch und dann ist er auch so zu mir her. Und dann hat er seine zwei Vorderpfoten auf meinem Bauch abgestellt. Also quasi so, also süß. So, rette mich, hilf mir, beschütze mich. Ja, aber das war mir ganz wichtig, dass ich einfach beim Aufwachen mit dabei bin. Das, ja, war gut. Okay, dann seid ihr up to date und ja, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.